das Grazer Sanatorium St. Leonhard. Da ihr Baby falsch liegt, soll die 17-jährige Melanie ihr Kind heute per Kaiserschnitt bekommen. Doch dazu ist zunächst eine PDA, ein sogenannter Kreuzstich zur Betäubung, notwendig. Und vor den Nadeln, die dabei zum Einsatz kommen, hat Melanie große Angst. Was uns ein bisschen Probleme gemacht hat, war die Nadelphobie und die Nadelangst der Melanie. Wie der Anästhesist den Kreuzstich gesetzt hat, war sie halt schon ein bisschen sehr beunruhigt und sehr ängstlich. Für mich war es zuerst unmistreißend, weil sie hat dauernd nur geschrien, geweint. Was passiert und ich konnte ihr nicht helfen. Und das ist schon schlimm, wenn man so daneben sitzt. Die regionale Anästhesie ist für alle Frauen etwas Beunruhigendes, dass man nahe des Rückenmarks ein Schmerzmittel appliziert, wo man nicht sieht, was passiert, und man kriegt in den Rücken eine Nadel reingestochen. Ist für viele ja sehr beängstigend und für die Melanie natürlich auch. Doch nun ist zumindest dieser Teil überstanden. Was ist jetzt aber los? Im Grazer Sanatorium St. Leonhard ist der 17-jährigen Melanie nach der PDA, auch als Kreuzstich bekannt, schwindelig geworden. Doch nun hat sie sich wieder etwas gefangen. Angst hat sie trotzdem. Mir ist schwindelig. Ihr Freund ist ja tapfer zur Seite gestanden, hat sie beruhigt. Und ich habe das sehr lieb gefunden. Also er hat das sehr gut gemacht. Ich spüre immer alles. Das ist an sich, weil er nicht das hier ist. Aber ich spüre noch was. Ja, das ist ja so. Die Füße noch spüren. Die Schmerzen gehen weg. Spüren wir sie immer. Da Melanies Kind schlecht liegt, muss sie es per Kaiserschnitt auf die Welt bringen. Doch nun sind noch weitere Komplikationen aufgetreten. Wir hatten eine Schräglage, fast schon eine Querlage. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine doppelte Nabelschnurschlinge. Melanie ist bei vollem Bewusstsein, während das Profi-Ärzte-Team versucht, ihr Kind gesund zur Welt zu bringen. Kein leichter Eingriff. Das Grazer Sanatorium St. Leonhard. Wo die 17-jährige Melanie ihr Kind gerade per Kaiserschnitt zur Welt bringt. Das Ärzteteam gibt alles, denn das Baby hat die Nabelschnur gleich zweimal um den Hals gewickelt. Wir haben im Vorfeld, Gott sei Dank, erkannt, dass es nicht auf normalen Weg zur Welt kommen kann. Und es hat sich auch bewahrheitet. Wir haben bei der Operation gesehen, wie die Situation ist. Aber durch die heutige Technologie, durch die heutige Voruntersuchung sind solche Situationen gut erkennbar und somit auch lösbar. Danke.
Nein, nicht. Jetzt gehen wir zum Kinderarzt und kommen gleich. Ja, da kannst du mitkommen. Ja? Erleichterung bei den frischgebackenen Jungeltern. Wie es rausgekommen ist, ich habe angefangen zu weinen vor Glück, weil ich mich gefreut habe. Dann hat es geschrien. Dann habe ich mich noch mehr gefreut. Baby spricht für sich, es geht ihm gut. Das Kind ist gut zur Welt gekommen, das Kind ist gesund, der Kinderarzt hat das überprüft. Also das Kind wurde bereits untersucht und die Melanie ist glücklich. Cheyenne Selina soll die Kleine heißen. Und nun darf Melanie sie zum ersten Mal etwas länger aus der Nähe betrachten und spüren. Ich bin unglücklich. Ich habe sehr mitgefiebert. Sehr down gesagt, was ist los, was ist los. Aber jetzt ist es geschafft. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie schon angefangen haben. Und so. Am Ende des Tages kann man sagen, ist alles gut abgelaufen. Sie ist glücklich, sie ist zufrieden, das Kind ist gesund. Und das ist für uns natürlich auch sehr schön, wenn wir so eine Situation herbeiführen können. So, dann noch ein bisschen für die Mama. Gut. Ja? Sie konnte es irgendwie noch nicht nehmen und ich bin da auch immer mitgegangen. Da hat sie mir irgendwie auch ein bisschen leid getan, weil sie nicht die Mutter ist und nicht so der Vater. Aber sie, ihr wird das Kind rausgenommen und ich gehe da auch überall mit. Bravo, beide. Ihre Mama Martina machte Melanie an deren heutigen Geburtstag zur Großmutter. Und? Stolz? Ja. Jetzt kommt's raus. Ja. Aber schön. Ein schönes Gefühl. Zurück im steirischen Sanatorium St. Leonhard. Während die 17-jährige Melanie nach dem Kaiserschnitt im OP versorgt wird, darf der frischgebackene Papa Andreas bei seinem Töchterchen bleiben. Wir machen jetzt das Gewicht, die Länge und den Kopf umfahren. Okay. Und dann gebe ich ihr nur die Windel auf. Okay. Weil dann hätte ich gern, dass du mit ihr Haut auf Haut da kuschelst. Gell? Weil okay. Das ist für sie ein wichtiges, ein schönes Gefühl. Okay? Okay. Weil das ist ja für sie jetzt alles neu. Cheyenne Selina, so soll die Kleine heißen, hat einen stolzen Kopfumfang von 36 cm und eine Länge von 52 cm. Jetzt gebe ich sie da auf die Waage. Komm her, du Kleine. So. Und was wiegt die kleine Prinzessin? 3, 2, 10. Nicht schlecht. Darf ich dich bitten, Andi, dass du dich da hinlegst und Oberkörper frei machst, dass sie dir Haut auf Haut hingeben kann, gell? So. Jetzt kriegst du deine erste Windel, gell? Ich gebe sie dir jetzt nachher, weil das wärmt sie auch am besten. Ich gebe sie dir Haut auf Haut, das mit dem Handtuch decken und dann draußen zu. Komm her. Also. Warte, ich zeig dir gleich. Ich lege sie dir da her. Schau. So, komm her. Genau. Ist auf der Haut irgendwie berührend richtig, weil sie hat ein bisschen gekratzt, ein bisschen gekämpft. Wollte Milch haben, aber ich konnte ihr keine geben. Aber sonst. Die Geräusche, die sie macht, das ist ganz normal, ja? So spricht sie schon ein bisschen. Ein völlig neues Gefühl für Vater und Tochter. Kann man
aber dann sein, dass sie ganz ruhig wird. Das ist auch ganz in Ordnung, gell? Sie hat jetzt die Geburt, die sie erlebt hat, war für sie anstrengend. Und dann werden die Babys danach einfach auch einmal müde. Ja? Ja. Jetzt bin ich aber überglücklich. Im Sanatorium St. Leonhard geht Andreas unterdessen voll im Vaterglück auf. Und nun kommt auch die 17-jährige Melanie endlich aus dem OP. Schau mal, wie der Andi da mit ihr kuschelt. Ist das nicht nett? Andi, jetzt werde ich sie dir abnehmen und dann werde ich gehen, ja? Endlich kann Melanie ihre kleine Cheyenne Selina ganz entspannt im Arm halten. Ja, die Anstrengungen haben sich gelohnt. Mutter und Tochter haben den Kaiserschnitt gut überstanden und das Jungfamilienglück ist perfekt. Jetzt sind sie glücklich, jetzt sind sie zufrieden, jetzt haben sie ein schönes, liebes, großes Mädchen, das hat immerhin über 3 Kilo gehabt. Also, was soll da sein? Sie ist so. Gleich mal anlegen, ne? Sie ist so. Ja, anlegen kann das jetzt, gell? Ja, sie macht das. Kannst du fast dich bewegen? Das ist sehr ernst. Schau. Und ich nicht das erste Mal schon. Dann geht sie da nur ein bisschen zur Brust her. Genau. Ich zeig dir, wo du deine Hand hingibst. Schau, sie ist so. Ja, die Daumen locker lassen, damit sie ein bisschen umlegen kann. Also das Kind greift schon kräftig zu, saugt schon an der Brust. Und sie hat das also auch sehr rasch begriffen. Die Hebamme hat ihr ein bisschen geholfen dabei, aber hat sofort erfasst, wie man das Kind anlegt, wie man das Kind stillt. Auch sehr gut ist das gelaufen. Die Hebammen leisten hervorragende Arbeit und die Atmosphäre ist in einer Weise, dass die meisten Frauen sehr schnell Ruhe finden, sehr schnell entspannt sind. Und die Geburtshilfe hat sicher sehr viel mit Ruhe, mit Entspannung. Man holt sich einfach von den Anstrengungen der Schwangerschaft, der Geburt oder einer Operation viel besser, wenn die Atmosphäre so außergewöhnlich ist, wie schön das hier im Haus ist. Welches Gefühl ist das? Es ist nicht. Ich kann das nicht beschreiben. Das kann ich nicht beantworten, wirklich. Das ist so. Sehr unglaublich. Das ist meine Kleine. Fühle ich mich jetzt eigentlich schon wie ein Vater.